Na gut, denn mal Augen zu und durch, wollte ich gerade sagen, aber nein, wir testen erstmal aus, wie es ist mit dem Stein. Ja, soweit klappt das. Gut, wir können sie einfach nach und nach einzeln bekämpfen. Und wenn es zu hart wird, dann machen wir das Tor wieder zu. Nur müssen wir hier stehen bleiben. Das heißt, wir kriegen jetzt ein paar Speere ins Gesicht. Aber damit werden wir leben müssen. Oh, der Dieb kriegt so schnell Schaden. Das ist echt komisch. So, Tür zu. Heiltrank will ich nicht unbedingt verschwenden. Fackellicht auch nicht. Also schlafen wir jetzt einfach mal. Auch wenn das echt komisch sein muss, zu schlafen, wenn keine fünf Schritte von einem Untote hin und her marschieren und einen riesen Lärm machen. Aber das sind wohl abgebrühte Abenteurer. Denen macht sowas nichts aus. So. Und er braucht auf jeden Fall sein Hemd zurück. Denn irgendwie greifen die Gegner ihn immer zuerst an. So, hier haben wir eine leichte Rüstung. Für ihn. Ha. Ach stimmt, wir haben die Gegenstände gar nicht ausgetauscht nach unserem Tod. So, und du kriegst auch noch einen leichten Helm. So, schon besser. So, ist auch keiner hungrig. Nein, nein, nein. Dann töten wir mal den zweiten Legionär. Und jetzt wird auch mal Gorn getroffen. Schön, schön. Hast du gesagt, es wird nur Gorn getroffen? Ah ne, gut. Ich dachte schon, die Gegner beißen sich da irgendwie fest. Ah, nicht gut. Komm, wir wollen schnell zaubern und tot und Tür zurück. Mann, Mann, Mann. So, und wo war jetzt der nächste blaue Kristall? Nicht auf dieser Ebene, oder? Irgendwo hat hier was blau geleuchtet. Ich guck mal ganz kurz in die andere Richtung weiter. Ne, habe ich mir wohl eingebildet. Na gut, also wieder hoch nach Level 2. Da müsste ja nicht allzu weit entfernt vom Gang nach oben einer sein. Hier nicht, darum. Ha, wir können mal gucken, ob sich jetzt hier die Lebenspunkte verändern. Obwohl wahrscheinlich werden... Wenn Lebenspunkte abgezogen werden würden, wären die jetzt schon weg. Aber wir können jetzt mal abspeichern unter LP10. LP011. Und dann laden wir jetzt einfach LP10. Das war bevor wir da reingegangen sind und gestorben sind. Und gucken, ob er auch noch 92 Lebenspunkte hat. Und er hat 92 Lebenspunkte. Das heißt, Sterben verursacht keinen permanenten Lebenspunkteschaden. Das ist schon mal eine sehr, sehr gute Nachricht. Sonst wäre das echt ein Zacken zu schwer. Dann müsste ich andauernd neu laden und das ist doof. So, wir hätten gerne einen blauen Kristall. Da vielleicht. Eigentlich dachte ich echt, dass er näher am Eingang gewesen wäre, aber so kann man sich irren. So, jetzt rechts rum. Und durch den Teleporter durch und da haben wir den blauen Kristall. Und es sind immer noch 92 Lebenspunkte. Gut, gut. So, hier mussten wir drücken und ganz schnell zurück. Und dann darum, links rum und dann wieder die Treppe runter. Ja, die Bewegungen hier sind zwar flüssig und sehen gut aus, aber trotzdem ist auch die Steuerung ein bisschen hakelig. Ähnlich wie bei dann Anvil of Dawn. Aber beim Dungeon Master früher konnte man auf die Tastatur hämmern, wie man wollte. Man war instant da, wo man hin wollte. Zumindest habe ich so eine Erinnerung. Aber na gut, die Fackeln müssen da bleiben, leider. So, wo sind wir jetzt? Wir sind wieder
auch nicht. Jetzt sind wir wieder vor der Tür mit den Legionären. Feuerball vorbereiten. Tür auf. So geht's natürlich auch. Wusch. Ja, also er kann uns mindestens einmal treffen, aber trotzdem wird dadurch die Zeit ein bisschen verringert, bis wir wieder den Zauberspruch sprechen können. Das ist schon mal ganz okay. Auch wenn mit seinem Speer, der ja eigentlich durchpieksen müsste. So, nächster bitte. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass es nicht unendlich viele sind. Auch wenn ich damit ehrlich gesagt nicht wirklich ein Problem hätte, weil das wären unendlich viele Erfahrungspunkte. Und die haben da diese komischen Zahnräder auf den Schildern, das fällt mir jetzt erst auf. Also die wir im Traum immer sehen. Ja, was es damit auf sich hat, werden wir wohl erst ganz spät erfahren. Wusch. Ich höre kein Geklapper mehr von gepanzerten Füßen auf Stein. Das ist gut. Alles leer hier, keine Schalter. So, wenn wir darauf treten, geht die auf. Das wollen wir nicht. Wir wollen erstmal gucken, was hier noch so ist. Hier haben wir schon mal eine leere Flasche. Das ist immer gut. Und ein Kraut ist umso besser. Ein Schalter für irgendwas. Oh, ein Schlüssel. Schön, schön. Und ein Ninja-Stern. Ja, werden wir wahrscheinlich nicht so viel benutzen. Wofür war jetzt der Schalter da? Oh, noch eine Marder am Stock. Und zwei Kräuter. Ach, der Schalter hat hier einen Gang aufgemacht. Na gut. Jetzt hüpfen wir nochmal ganz kurz da runter. Abspeichern. LP 11, ja. So, und. Okay, also wir müssen wirklich aktiv etwas tun, damit wir da runterfallen. Die Marder am Stock ist mir doch zu wichtig. Ja, Essen wird noch wichtig sein, denke ich. Gut. Hier ist soweit mal gar nichts. Das ist nämlich genau der gleiche Raum, wovor wir auch waren. Wenn mich nicht alles täuscht. Ha, aber hinter dem Teleporter kann man um die Ecke? Das ist doch komisch. Oder auch nicht. Na gut, dann gehen wir wieder nach oben. Gucken, wo wir jetzt rauskommen. Wieder hier. Na gut, gehen wir jetzt da durch und benutzen unseren gefundenen Schlüssel mal bei der Tür. Zack, Schlüssel da. Lichtschein ist immer gut, das heißt eine Fackel mehr. Oh, und eine Notiz. Ich habe den ganzen Tag... Nee, ich habe nicht gut geschlafen. Es gibt ein Echo in meinen Träumen, das zu leise ist, um es zu hören. Ich frage mich, was es versucht mir zu sagen. Torm. Okay. Ja, die Stimme in unserem Kopf hat ja auch gesagt, dass sie versucht hat, mit anderen zu sprechen, aber es hat nicht geklappt. Und dieser Torm muss dann wohl ein anderer Gefangener sein. Also gibt es wahrscheinlich NPCs, was mich hoffen lässt, dass es auch Händler gibt. Was mich dann auch wieder frustrieren lässt, weil wir dann ins erste Obergeschoss wieder zurück müssen und alle Speere und Schilder einsammeln. Aber gut. Spinnen. Spinnen bringt man mit Feuer um. Und Äxten und Dolchen und mehr Feuer.
mehr Äxten und mehr Dolchen. Und schau mal, wie stark das Gift ist. Wird das irgendwo angezeigt? Vergiftet. Gift brennt durch deine Venen und verursacht stetigen Lebenspunktverlust. Ja, das habe ich mir auch schon irgendwie gedacht, aber ich würde gerne wissen, wie lange das hält. Weil ich wollte keinen Heiltrank verschwenden. Wenn es denn nicht sein muss. Also, wenn er sterben sollte. Ha, selbst wenn er sterben sollte, könnten wir eigentlich einfach hier den Stein wieder drücken. Aber gut. Die Spinne hatte nichts dabei. Hat sie denn irgendwas bewacht? So ein Spinnennest voller Edelsteine und Goldstücken und anderem netten Zeug? Nee. Na komm, der kriegt echt zu viel Schaden. Das war Mörser, Flasche, Nettel, Gegengift. Das war knapp. Das heißt, wir sollten schon mal einen auf Vorrat machen. Also Nessel, Flasche, Gegengift. So, die Notiz. Wir nehmen mal den Magier Nummer 2 für unsere Quest-Sachen zum Sortieren. Schädel müssen alle bei ihm bleiben. Und unser Dieb kann die ganzen Waffen tragen, die wir nicht brauchen. Fackeln kommen auch zu Nummer 4. Noch ist keiner überladen. Gut, gut. Oh, wir sollten eigentlich mal schlafen. Fackel ist eh gleich aus. Ja, es ist schade, dass man wirklich Heilkräuter braucht, um Heiltränke herzustellen, wo man nicht irgendwie Mana zu Heiltränken konvertieren kann. Weil was wir jetzt gerade machen, ist ja auch wieder sehr ineffektiv. Oder uneffektiv? Weiß ich jetzt gar nicht. Halt nur für einen Charakter schlafen. Was soll das denn? Na gut, das können wir wohl als Falle benutzen. Komm her, bleib stehen, fall runter. Ah, vergiftet. Na gut, hinterher. Ach, die ist weggelaufen. Ich würde mal gerne auf dem Gegner landen, mal gucken, was da passiert. Ob die Programmierer das bedacht haben. Brauchst du jetzt auch ein Gegengift oder? Ich schlaf mal ganz. Nee, erstmal abspeichern. So, und jetzt schlafe ich mal ganz kurz und gucke, wie sich das auf Gift auswirkt. Oh. Also er regeneriert schneller, als er Giftschaden bekommt. Das heißt, wir hätten gar kein Gegengift bei ihm benutzen müssen. Aber das hält sich ganz schön zäh. Also müssen wir doch die Gegengifte benutzen. Schade, schade. So, Fackel in die Hand. Auch wenn sie gleich ausgeht. Was macht die Druckplatte da? Hier geht schon mal zurück. Zurück wollen wir aber nicht. Jedenfalls nicht sofort. Wir wollen erstmal gucken, was hier unten noch so alles Schönes ist. Ist diesmal wesentlich größer als sonst. Sonst fahren wir irgendwo runter, haben da 3, 4 so eine Platten, wo wir rumlaufen können und das war's. Hier haben wir gleich 2 Teleporter zur Auswahl. Mit irgendwelchen Plattenrätseln davor. Noch ein Plattenrätsel. Ja, dasselbe Plattenrätsel, aber ja. Gut, legen wir mal da einen Stein drauf und gucken, was passiert. Der Stein wird wegteleportiert. Ja, nur wohin? Einen Stein drauf. Hat sich da hinten jetzt was verändert? Nö, anscheinend. Ah, hier ist noch ein Schalter. Teleporter weg. Stein drauf. Jetzt haben wir hier drauf einen Stein, da drauf einen Stein und wir kriegen die Tür hier trotzdem nicht auf. Da muss irgendwo noch ein Schalter-Knopf-Dingens sein, wo wir nicht drauf gedrückt haben.
Oder wir müssen irgendwas werfen. Haben wir noch Steine? Oh, wir haben Schuriken. Wir haben keine Steine mehr? Oh, komisch. Schädel will ich nicht werfen. Was haben wir hier? Ein Pfeil. Und ein Pfeil passt nicht durch die Gitterstäbe durch. Wollte mich veräppeln. Na gut. Es mehrmals machen bringt auch keinen großen Unterschied. So, den haben wir gedrückt. Vielleicht jetzt nochmal drücken. Oder dann kommt ein Teleporter zurück. Ja, der Stein ist jetzt weg. Wohin auch immer. Hier ist echt nichts zum Drücken. Nee. Das ist jetzt komisch. Also drücken wir den Stein nochmal. Dann ist der wieder weg. Legen wir da einen Pfeil hin. Wo sind die Pfeile? Bin ich jetzt... Ah, da sind die Pfeile. So, Druckplatte ist gedrückt. Andere Druckplatte ist auch gedrückt. Die entdrücken wir jetzt mal. Nur um zu gucken, was passiert. Nichts passiert. Und Stein passt auch nicht durch. Na, vielleicht müssen wir einfach später hier nochmal hinkommen. Oder von der anderen Seite und müssen vorher das hier gemacht haben, sonst wäre das gar nicht erst aufgegangen. Das könnte natürlich auch sein. Weil ich sehe hier echt nichts mehr, was wir machen könnten. Schade. Den Knopf markiere ich nochmal kurz. Da war das ungefähr, ne? Schalter. Und speichern wir mal ab unter einem neuen Slot. LP 012. Und bis gleich.